Hallo, liebe Anwender von AgileCare. Ich begrüße Sie zum Software-Update. Dieses Update ist besonders wichtig, deshalb stehe ich Ihnen mit diesem Tutorial auch zur Verfügung, wenn Sie Probleme haben sollten, dieses Update durchzuführen. Gehen Sie in Ihr E-Mail-Programm, dort sehen Sie im Posteingangsfach, sehen Sie vom Absender AgileCare Software-Update eine E-Mail, die ich Ihnen gesendet habe. Und als Betreff steht dort dringendes Software-Update. Sie gehen auf diese Meldung, linker Mausklick, Doppelklick, dann öffnet sich diese E-Mail an Sie und hier sehen Sie meine Nachricht. Unter anderem hier meine Telefonnummer. Sie können mich anrufen, wenn Sie Hilfe brauchen. Und hier sehen Sie den wichtigen Link, nämlich ulrich-mdc.de/agilecare-update-software. Betätigen Sie diesen Link mit dem linken Mausklick. Dann landen Sie auf der Update-Seite im Internet und dort können Sie das wichtige Update nämlich herunterladen. Sie sehen, die Seite heißt AgileCare Update Software und das können Sie auch noch einmal im Browser Adresszeile dort kontrollieren. Wenn Ihre Software, die Sie installiert haben, nach dem 01.02.2017 installiert wurde, dann brauchen Sie dieses Update nicht. Aber ansonsten empfehle ich allen dieses wichtige Update, weil es die Sicherheit Ihres Computers verbessert und außerdem auch bessere Effekte in der Anwendung für Sie persönlich bringt. Linker Mausklick auf diesen Klick, dann gibt es den Download in Ihr Download-Verzeichnis. Dort gehen wir jetzt hin und sehen dort bei Download, sehen wir diese Datei Software-ohne-start-usage. HTML-2017-02-01 als ZIP. ZIP heißt, es ist ein Verzeichnis. Da sind nämlich alle unsere Update-Dateien darin. Rechter Mausklick auf diesen Eintrag, dann erscheint dieses Kontextmenü. Dort wählen Sie mit dem linken Mausklick alle extrahieren und klicken darauf. Jetzt durchsuchen Sie das Ziel. Nämlich auf Ihrem Laufwerk C, Doppelklick habe ich gemacht, dort in den Ordner AgileCare, Doppelklick habe ich gemacht. Und so können Sie also dort noch einmal sehen, hier unten AgileCare und hier oben in der Adresse sehen Sie es auch. Ordner auswählen und extrahieren. Bitte wählen Sie Dateien im Verzeichnis ersetzen, damit die alten gleichlautenden Dateien überschrieben werden. Und dann kommen Sie in das Verzeichnis AgileCare in diese neue Situation. Hier haben Sie die neue Software, aber auch noch einige alte Dateien. Zum Beispiel agilecare.cmd. Nun kann das bei Ihnen auch nur AgileCare lauten, weil die Endung .cmd ausgeblendet ist, wie alle anderen Endungen auch. Das ist kein Problem, das ist einfach eine andere Einstellung Ihres Browsers. Sie gehen auf AgileCare, rechter Mausklick, löschen. Und bestätigen das Löschen. Sie gehen auf die alte Version AgileCare App Version 3.33. Jahr, also wie gesagt, das Jahr muss bei Ihnen nicht stehen. Sie erkennen auch an dem Datum, dass es eine alte Version ist, gegenüber der neuen hier drüber, die vom 5.2. ist, die alte vom 30.9. in dem Fall hier. Rechter Mausklick auf die alte Version, löschen, bestätigen. Und genauso machen wir es schließlich noch. Bei den Gebrauchsanweisungen, die alte Version kann gelöscht werden. Die alte Version ist also jede Version 2a in dem Moment. Sie können auch eine Version 1 oder 2 bei Ihnen finden. Rechter Mausklick, löschen, bestätigen. Die neue Version ist ja dann die V3. So, und damit haben wir es erledigt. Doppelklick auf die Anwendung AgileCare App mit Links öffnet die Software, wie Sie sehen, es funktioniert. Jetzt möchte ich Ihnen gerne noch zeigen, wie Sie das auch mit Ihrer Verknüpfung der Ikone auf dem Desktop erledigen können. Sie finden hier eine Icon. Ich hatte die schon. Es kann sein, dass Sie die jetzt auch neu machen. Jedenfalls, wenn Sie sie haben, machen Sie es so wie ich. Rechter Mausklick, löschen. Denn sie zählt auf die alte Software. Und nun erzeugen wir die neue. Das geht ganz schnell. Rechter Mausklick, neu, Verknüpfung. Wir durchsuchen und gehen selbstverständlich auf unserem PC auf
das Laufwerk C und dort, wie Sie ja schon wissen, in das Verzeichnis Agile Care. Und dort nutzen wir Agile Care App.ja, markieren es und gehen auf OK. Weiter. Und jetzt geht es bloß noch um den Namen und den mache ich mir aber etwas schöner, indem ich einfach die letzten Zeichen hier markiere und entferne. Dann steht nur Agile Care da, dann gefällt mir das besser. Ich sage das beenden und Sie sehen, auf der neu entstandenen Icon steht Agile Care, linker Mausklick doppelt und die Software startet. Ja, das war es schon mit meinem kleinen Tutorial für das wichtige Software-Update. Ich hoffe, Sie haben viel Freude auch mit der neuen Software. Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bei mir. Vielen Dank.